Guten Morgen. Heute gibt es mal so richtig Natur. Wir sind hier in der Nähe von der holländischen Grenze, Nähe von Aachen, in einem Wald, der heißt Wald der blauen Blumen. Und das ist in Deutschland einmalig. Hier wachsen nämlich die sogenannten Hasenglöckchen. Und das ist einmalig, dass sie in der freien Natur wachsen, zumindest hier in Deutschland. Wir sind hier bei der Stadt Hückelhofen und zwar zwischen den Orten Doveren und Baal. Da ist dieses Waldstück, wo diese blauen Blumen wachsen. Wenn man mit dem Auto kommt, muss man übrigens in Baal oder in Doveren parken und von dort aus zu Fuß zu dem Waldstück gehen. Die Magie des Ortes Wald der blauen Blumen hat sich inzwischen schon rumgesprochen und die Leute kommen von weiter her, um das zu sehen. Hasenglöckchen wachsen zwar in einigen Parks und Gärten, aber wildwachsend, das ist schon eine Einmaligkeit in Deutschland. Hier ist das Areal dieser Wald etwa 200 mal 400 Meter groß. Bewundern kann man dieses Naturschauspiel im April und Mai für wenige Wochen und in diesem Jahr 2019 ist es über Ostern halt soweit. Blau, soweit das Auge reicht. Der Boden hier ist mit diesem blaugrünen Teppich von Hasenglöckchen bedeckt. Hasenglöckchen brauchen ein mildes Klima, um zu wachsen und zu blühen. Eigentlich wachsen sie entlang der Atlantikküste. Portugal, Spanien, Frankreich und in England, in Cornwall zum Beispiel, da findet man sie auch. In England nennt man diesen blauen Blütenteppich, der den Frühling ankündigt, Bluebells, Blauglöckchen. Wenn ihr mein Video vom Haldenzauber in Hückelhofen gesehen habt, der fand ja im November und Dezember statt, das war eine riesen Lichtshow und da gab es auch einen Wald der blauen Blumen drin und hier sind ein paar Bilder davon. In Deutschland nennt man das Hasenglöckchen auch nur die blaue Blume oder Maiblume. So, und jetzt genießen wir die blaue Pracht hier in Doveren. Hasenglöckchen gehören zu den Liliengewächsen. Der Stiel ist etwa 30 cm lang, 5 bis 20 blaue Glockenblüten hängen dran. Die Hasenglöckchen vertragen übrigens keinen Schatten durch zu dichtes Unterholz. Deswegen wird hier das Unterholz immer wieder entfernt. Thank you.
jetzt müssen wir ein ganzes Jahr warten, bis er wieder blüht, der blaue Wald. In diesem Sinn, tschüss.